Oh, dort fiel etwas zu Boden. Hm, es sieht wie ein Schlüssel aus. Ich gehe da mal an die Tür. Moment. Wer das wohl sein mag? Das war bestimmt nicht die Tür, das war nur ein Sound. Was? Wir haben einen Sound dafür? Wer kommt denn sonntags? Oh, heute ist Sonntag im Übrigen. So, bin wieder da. Ich habe nur gerade gesagt, das war bestimmt nicht die Türklingel, sondern nur ein Sound. Und dann habe ich gesagt, was? Wir haben einen Sound dafür? Oh Mann. Ja, wir haben für alles einen Sound. Es gibt für alles einen Sound. Nee, es sieht wie ein Schlüssel aus. Ja. So, Haare gerichtet und weiter geht's. Hat mich geholt. Die Haare gerichtet, hingerichtet. Ja, mit der Guillotine. Ab. Denk, mit der Guillotine. Oh Gott, das ist aber sehr gefährlich. Da ist doch... Man könnte ja den Kopf treffen. Und sind die Haare auch ab vom Rest vom Körper? Ja, hast du auch wieder recht. Ist halt ein bisschen rabiaterer Schnitt, aber komm. Ja. Ja, aber dafür sehr kurz. Löst das Problem auch dann dauerhaft. Ja, warte mal. Den Haarwuchs. In der Tat. Weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphase der Haarwurzel zu verkürzen. Okay. Denken Sie, die Hexe hat ihn fallen gelassen? Dem Muster auf dem Schlüssel nach zu urteilen, scheint er etwas mit den Ruinen zu tun zu haben. Ja, das hat er ganz sicher. Erinnern sich an diese, Sie sich an diese, an die, an diese, an diese, an diese, an diese riesige Tür in der Nähe des Eingangs? Nein, ich erinnere mich nur an den kleinen Raum. Oder das weiß ich aber. Ach so, nee, ich erinnere mich nur an die kleine Tür, die mittlere Tür, die große und die gigantomanische Tür. Er hat ganz sicher etwas mit der Tür zu tun. Meine Medium-Instinkte täuschen mich nie. Was? Er? Wer ist er? Also es! Und was sind Medium-Instinkte? Das sind... Achso, es gibt die... warte mal. Small, Medium und Large-Instinkte? Nein, Ich habe nur Medium-Rare-Instinkte. Medium-Rare-Instinkte? Achso, du weißt, wann ein Steak genau so ist, wie du es möchtest. Ja, oder woher die roten Flecken auf dem Thron kommen. Ha, von einem Steak? Sie hat ein Steak gegessen, ein T-Bone-Steak. Ein T-Bone-Steak? Das war jetzt aber wirklich bei Ace Attorney. Ja. Medium-Instinkte, sagen Sie? Wieso versuchen wir es dann nicht? Achso, ja, diese Hexe muss einfach geistesabwesend sein, wenn sie hier einfach so den Schlüssel fallen lässt. Ganz wie Nick manchmal. Die muss ja geisteskrank sein. Nein. Ganz wie Nick manchmal. Das denke ich nicht. Möglicherweise wollte sie ihn hier fallen lassen. Wirklich? Wieso sollte sie das tun? Darum. Damit wir das weiter. Das reicht mir als Erklärung. Damit wir weiter in die Ruinen vordringen können, natürlich. Oh, sie meinen, sie will uns an den... So eine Frechheit! Das sind keine Ruinen! Professor, sie gehen Sie da weg! Sie sind verlassen und immer in Gebrauch! Führen! Ja, genau. Oh Mann, sie möchte wirklich, dass wir dieses... ...Ding finden, nicht wahr? Nein, nicht dieses Ding! Wir hätten uns keinen besseren Hinweis wünschen können, selbst wenn sie ihr eigenes Ziel dabei verfolgt. Wenn das die Wahrheit ist, wenn das der Wahrheit ist, das ist der Wahrheit. Oder der Gerät. Ja, die wir finden sollen, sind wir bereit, uns ihr zu stellen. In Ordnung, halten Sie Ihren Hut fest, Professor, denn der... sind auf dem Weg. Wie bitte? Aha, ein höchst ambitionierter Titel, wenn ich das so sagen darf, wenn ich das richtig verstanden habe.
Machen wir uns auf den Weg zum Eingang, Fräulein Fay. Schlüssel aus den Ruinen zu den Gegenständen zugefügt. Oh, neues Geheimnis. Abgeschlossen. Jetzt. Ah, hier. Ja. Ah, mein Stylus. Ah, mein Stylus. Ja. Haben wir da nicht einen Sound dafür? Ja. Ja, haben wir tatsächlich. Moment. Aber leider weiß ich jetzt nicht mehr, wo der war. Oder also auf welchen Tasten er lag. Das ist echt schlimm. Oder habe ich den überhaupt hier mit drin? Ich suche schnell noch. Ich kann es auch einfach selbst sagen. Ich meine, ist ja nicht so, dass ich das nicht sowieso gewesen wäre. Ja, eben. Nee, ich finde es nämlich auch gerade nicht. Ja, ist eine gute Idee, dass du es selbst, wenn du es selbst okay. sagst. Okay. Tu so, als würdest du was drücken. Ah, mein Stylus! Hä? Da haben wir einen Sound dafür? Ich habe doch gerade gar nichts gedrückt. Oh Mann. Ich habe auch nichts gesagt. Oh mein Gott, das sind automatische Sounds. Dafür ja, haben wir so viele. So eine Sounds haben wir? Okay, die sogenannte große Hexe war sicherlich nicht Arcani. Ach so, nee, genau. Weil sie nie Arcana war, ist sie Arcani. Oh. Das ist jetzt schlauer, als man am Anfang dachte und unlustiger, als man danach dachte. Richtig. Es kommt mir so vor, als wollte sie mir Hinweise geben. Aber ich hatte keine Münzen dabei. Right. Alright. Oh, das klingt so schön, so als ob er ihn nach einer schönen Nacht so ins Ohr flüsternd wecken wollte. Alright. Guten Luke. Morgen. Ich hab dir Frühstück gemacht. Oh nein, wo bist du? Schon abgehauen. Und das an meinem Geburtstag. Oh. Wir haben es nach draußen geschafft. Die Luft scheint rein zu sein. Scheint rein zu sein. Achso, es geht ja nicht um die wortwörtliche Luft. Nee, ich habe bewusst keine Sounds abgespielt. Deswegen scheint die Luft rein zu sein. Au, oh, mein Rücken tut weh. Ich denke, die ältere Dame hat sich eine Pause gegönnt. Um ehrlich zu sein, war ich ein bisschen beunruhigt. Übrigens, wo sind wir hier? Weißt du das, Sophie? Nein, ich war noch nie an diesem Ort. Es gibt keinen Wald wie diesen in Labyrinthia. Wir müssen ganz schön weit gereist sein. Habt ihr das gerade auch gesehen? Was? Na das. Oh, ach ja, wir sind ja wieder an dem Schatten-Villa-Ding. Haus. Burg. Schloss. Ich frage mich, wer sie sind. Ihre Kleidung ist recht seltsam. Alles klar. Wieso gehe ich nicht einfach dort hinüber und frage sie? Ich kann ja schließlich mit Tieren sprechen. Warte, ist das dein Ernst? Aber sie tragen so seltsame Kleidung. Wirklich, Herr Wright, ziehen Sie keine voreiligen Schlüsse. Schauen Sie sich doch mal selbst an. Ich finde das schön. Das ist jetzt nämlich so ein Statement gegen für Burkas. Gegen Burka-Verbote. So. Weil Leute dürfen sich ruhig mal verschleiern, wie sie wollen in diesem Spiel. Manche sollten es auch. Ja, ich weiß. Nächstes Mal bin ich hier voll eingepackt. Genau. Ja, bitte. Ja. Du weißt, ich pack so gerne aus. Ja, da kann ich ja an einer Stelle besonders gut einpacken. Wirst du auch wollen. Oh, momentan ist es so warm. Ich möchte mich eigentlich lieber auspacken als alles andere. Aber das möchte tut ich dir keinen Zwang an. Nein, das möchte ich hier keinem antun. Ah.
Ja, da hast du recht. Ja, da hast du. Ja, da hast du recht. Was habe ich mir nur dabei nur gedacht? Okay, sprechen wir ihn an. Er hat kein Rätsel. Wetten? Ha, wusste ich. Entschuldigt. Könnt ihr uns vielleicht sagen, wo wir genau sind? Dies ist der Burgeswald. Eine Welt außerhalb. Eine leere Welt. Eine Welt, die nicht existiert. Eine Welt, vergessen in der Geschichtsschreibung. Eine Welt, in der das Böse gesiegt hat. Eine Welt ohne Welt. Eine Welt außerhalb? Purgeswald? Das ist die Purgeswelt. Alle, die in dieser Welt leben, tun dies als Schatten, die an ihre Aufgaben gebunden sind. Was für... Kann es sein? Seid ihr neue Rekruten? Wieso wart ihr nicht bei der Einführung der großen Hexe? In was? Es macht Spaß. Wir freuen uns jedes Mal darauf. Ja, natürlich. Ich meine, ich kann mir das gut vorstellen, wenn die so viele Schatten hat, obwohl die hat männliche und weibliche Schatten, also die ist nicht wählerisch. Wem sie ihre Aufgaben verteilt. die große Hexe? Ich kann das Gefühl nicht abschütteln, dass sie uns mit einem missbilligenden Blick ansieht. Ihr müsst sofort zu ihr gehen. Wir existieren, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Sonst nichts. Hey, wartet! Oh, er ist verschwunden. Kam zu viel Licht. Das war wirklich recht seltsam. Könnte das... Weißt du, wovon sie gesprochen hat, Sophie? Wo soll ich das denn vorher wissen, Mensch? Ja, der hat sie voll unterbrochen. Hättest du mal das weiter... außerdem. Es gibt ein Märchen, das Kindern in Labyrinthia oft erzählt wird. Was für ein Märchen? Es ist eine Geschichte über einen Wald, in dem die Seelen der Hexen, die ins Feuer geworfen wurden, verloren umherwandern. Ach, erzähl mir doch keine Märchen, Mensch! Ein geheimer Wald? Die Lebenden können diese Seelen nicht sehen und man sagt, diejenigen, die es können, sind besessen vom bösen Geist. Ein Wald voller verlorener Seelen? Oh, hat die denn nie jemand gefunden? Und wieder zu ihren Besitzern zurückgebracht? Das wäre doch mal was. Ein Pfandhaus. Ach nee, hier ein. Wie nennt man das nochmal? Nicht Pfandhaus. Ein. Fundbüro? Fundbüro für Seelen. Ja. Ja. Vielleicht ist das der Wald aus dem Märchen. Aber das ist doch nur ein Märchen für Kinder, oder? Wenn Wahrheit in dem Märchen steckt, würde das heißen, wir haben gerade mit dem Geist einer Hexe gesprochen. Das kann nicht wahr sein. Ich meine, denk doch mal nach. Erinnerst du dich, wie wir hier gelandet sind? Wir sind durch den Käfig in der Feuergrube bis hierher gekommen. Nachdem das geklärt ist, denke ich, dass diesen Hexen höchstwahrscheinlich irgendeine Verbindung zu diesem Wald, diese Hexen höchstwahrscheinlich irgendeine Verbindung zu diesem Wald haben. Und wenn ich recht habe, muss eine bestimmte Person ebenfalls hier sein. Wir sind auf dem Weg zu dir, Maya. Wir sollten uns also im Wald umsehen. Herr Wright, Sophie, ich hoffe, alle sind bereit. Jo, wir schaffen das. Ich bin bereit. Ich bin Thaddeus. Ja, vielleicht finden wir Hinweise, wo Maya sein könnte. Ja. Alles klar, machen wir uns auf den Weg. Unser erstes Ziel ist dieses unheimliche Spukschloss dort. Selbst die nicht wissen, dass es ein Schloss ist, bezeichnen es als Schloss, obwohl es nicht aussieht wie ein Schloss. Ja, was heißt das für uns? Es ist ein Schloss.